Ich war viele Jahre als Gymnasiallehrer beschäftigt, als Sportlehrer und als Sprachenlehrer für Englisch und Italienisch. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass mein Gehör schlechter geworden ist, beim Fernsehen mit meiner Frau. Mir war das Fernsehen zu leise, ihr war es zu laut, wenn ich es hochgedreht habe. Ja. Außerdem merkte ich das in der Volkshochschule, beim Sprechen mit den Schülern. Ich musste näher ran, damit ich sie besser verstand. Oder in Gesellschaft, das war eigentlich die schlimmste Situation, wenn Nebengeräusche auftauchten. Oder am gleichen Tisch. Ich konnte mich eigentlich nur noch mit dem Nachbarn unterhalten. Zum Herrn Böhm bin ich eigentlich über meine Schwiegermutter gekommen. Denn die wohnt im gleichen Haus seit einigen Jahren, im Seniorenheim, benötigte ein neues Hörgerät unbedingt und ich habe sie begleitet. Und ich muss sagen, ich war von vornherein fasziniert von diesen unendlichen Möglichkeiten, die Herr Böhm mittels modernster Geräte hat. Ich habe zum ersten Mal mein Ohr von innen gesehen, zum Beispiel. Und sehr wichtig ist natürlich auch die genaue Programmierung. Je nach Frequenzbereich, der hohe Frequenzbereich geht zunächst weg, da muss man entsprechend ausgleichen. Und davon war ich sehr angetan. Nachdem ich jetzt einmal Kontakt mit der Firma Böhm hatte, wurde ich auch eingeladen, unter anderem zu einem Vortrag von einer renommierten Firma. Ich fand diesen Vortrag sehr informativ. Außerdem habe ich ein Event Kunst und Wein mitgemacht, mit kleinen Häppchen, wo ich dann auch viele Hörgeräteträger traf und wir konnten Gedanken austauschen. Das zeigte mir dieses enorme Engagement von Herrn Böhm selber. Er versucht, Kontakt zu seinen Kunden zu halten, auch ein wenig über das Private zu erfahren, sodass er vielleicht auch dann besser auf sie eingehen kann. Beim Geocaching, bei Waldwanderungen bin ich meistens alleine unterwegs. Ab und zu begleitet mich meine Frau, aber da funktioniert die Verständigung auch so. Aber diese Naturgeräusche, das Rauschen der Nagold oder der Würm, gleichzeitig die Vogelstimmen im Hintergrund, die sind etwas Neues für mich, seitdem ich das zweite Hörgerät habe. Die habe ich früher nicht gehört. Ich möchte heute nicht mehr ohne die Hörgeräte auskommen. Sie sind mir eine riesige Hilfe im Alltagsleben. Meine Frau kann etwas runterrufen in den Keller, das ich meistens verstehe. Wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann höre ich ein Wirrwarr von Vogelstimmen inzwischen, während früher nur die aufdringliche Amsel durchdrang zu mir. Eine Lerche hoch oben am Himmel, die hat meine Frau sehr gut gehört. Sie machte mich darauf aufmerksam, ich habe mich angestrengt, nichts gehört, null. Das sind die hohen Frequenzen und die kommen jetzt wieder durch. Ich kann nur jedem empfehlen, sobald er merkt, ich habe Probleme beim Verstehen, beim Hören, glauben Sie den anderen, die sprechen laut genug. Gehen Sie dann zum Hörakustiker, lassen Sie sich untersuchen und der wird garantiert herausfinden, dass Sie eine Hörminderung haben, die man so nicht beheben kann, nur mit Hörgerät. Und ich empfehle Ihnen Hörakustik Böhm.